Zweiter Tag des Monats. Heute erfolgt die Konzentration auf den kleinen Finger der rechten Hand. Während ich das Ereignis im Bewusstsein behalte, welches ich erreichen möchte, konzentriere ich mich gleichzeitig auf den kleinen Finger der rechten Hand. In der Übung kann ich selbstverständlich allen meinen alltäglichen Aufgaben nachgehen. Ich handle so, wie ich es für richtig empfinde. Ich handle entsprechend meinem Wohlbefinden. Natürlich kann ich diese Übung mehrmals täglich praktizieren. Die Intervalle von Steuerung zu Steuerung gestalte ich bequem, harmonisch. Ob 20 Sekunden, eine Stunde oder mehr dazwischen liegt, gibt mir meine innere Stimme vor. In allen Übungen, an allen Tagen, gehe ich mit dem Schöpfer und ich gehe mit meiner offenbarten Intuition. So weiß ich, wie viele Konzentrationen zu mir, meinen Aufgaben und dem jeweiligen Tag passen, ob 2, 3, 10 oder mehr und welche Dauer sinnvoll ist. Wichtig ist Folgendes. Ich habe allgemein natürlich viele aufnahmefähige Wahrnehmungselemente, 9 andere Finger und viele weitere Körperteile. Heute, in diesem Moment, konzentriere ich mich aber nur auf eines, auf den kleinen rechten Finger. Das harmonisiert die Steuerung. Die Steuerung wird und ist harmonisch. Ich konzentriere mich auf die 7-stellige Zahlenreihe 1, 8, 5, 3, 1, 2, 5. 1, 8, 5. 3, 1, 2, 5. Ich konzentriere mich auf die 9-stellige Zahlenreihe 8, 4, 9, 9, 9, 5, 1, 2, 0. Acht, vier, neun, 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 fünf, eins, zwei, null. Acht, vier, neun, 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 fünf, eins, zwei, null. Ich erblicke die Harmonie der Welt in Verbindung mit sich selbst. Ich sehe die Harmonie der Welt in Verbindung mit mir. Ich erschaffe diese Welt so, wie der Schöpfer diese Welt erschaffen hat. Ich schaue auf die Welt und ich sehe jenes Bild, das einmal gewesen ist. Ich schaue auf die Welt und sehe jenes Bild, das sein wird. Ich schaue auf die Welt und sehe, wie die Welt jetzt ist und was und wer ich jetzt in dieser Welt bin. So wird die Welt für immer und ewig sein.